Herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch Reforged. Ja, wir sind wieder mit George unterwegs. Wir haben hier ein bisschen mit dem Clown interagiert und mit dem Polizisten. Und ja, ich habe soweit verstanden, ich meine, ich muss die irgendwie ablenken, dass wir runter können in den Gullideckel. Glaube ich zumindest, oder? Wartet mal, ich muss kurz überlegen. Wir haben ja den Kelch. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Was können wir hier denn noch machen? Weil hier war nichts mehr, ne? Oder besser gesagt, da war auch von Anfang an nichts. Die Frage ist, wie kommen wir hier weiter? Weil mit der Statue kann ich anscheinend noch nicht interagieren. Also nicht so, dass da irgendwas bei rauskommt. Mit dem Kelch komme ich da auch nicht weiter. Vielleicht muss ich hier gar nicht hin. Die Frage aller Fragen. Ich probiere es nochmal mit dem Clown, ob man da noch irgendeine Aktion hat. Tackchen. Ui, was wollen Sie diesmal? Ich möchte bitte nochmal versuchen, die Dinger zu jonglieren. Oh, haben Sie inzwischen einen Schnellkurs belegt? Nicht wirklich. Nein, ich hatte nur eine Eingebung, was die Vorführung betrifft. Ja? Pardon? Erlauben Sie mir, es Ihnen vorzuführen. Die Bälle bitte. Wenn Sie sich vollends blamieren wollen, bitte sehr, Monsieur. Hä? Okay, und jetzt zu meiner Geheimwaffe. Ach so. Ja, das der Jongleur ist sprachlos vor Zorn. Er hätte jetzt gut als Pantomime auftreten können. Er sammelt seine Bälle auf, ohne ein Wort zu sagen. Na toll. Und geht wutschnaubend fort. Hey, Sie haben einen von den Bällen vergessen. Hey! Aber er hört mich nicht. Tja. Noch besser, ohne sein Unterhaltungsprogramm. Langweilt sich der Gendarm dermaßen, dass er sogar zur Abwechslung mal ein bisschen Polizist spielen geht. Aha. Und was ist mit denen jetzt hier? Ich habe nicht die mindeste Lust, mit dem Publikum zu reden. Okay. Kann ich denn jetzt, wenn der Polizist weg ist, runter? Kann ich die Leute ignorieren? Ja, anscheinend. Ach, wie cool. Dann versuchen wir es mal. Also war ich doch hier auf der richtigen Spur mit dem Clown. Na gut. Der macht sogar den Gullideckel hinter sich zu. Was haben wir denn da? Aha. Guck mal, hier, finde ich, sieht man den Haken voll schlecht, ne? Im Original sieht man ganz genau den Haken. Hier nicht so ganz. Jedenfalls in meinen Einstellungen hier. Lichteinstellung. Die Regenschauer neulich haben den Wasserspiegel etwas ansteigen lassen. Aber zumindest stinkt es dadurch hier nicht so tierisch. Das ist doch mal ein Vorteil. Huch, was ein komisches kleines Boot ist da festgebunden. Ich vermute, damit fahren die Wartungsmannschaften hier rum. Entweder das oder das Phantom der Oper ist irgendwo in der Nähe. Ja. Im Boot gibt es eine Trommel mit einer Kette, an der ein Haken hängt. Ein Haken hängt am Ende einer schweren Kette. Drei Bögen, jeder mit einer Inschrift. Zeinplatte, ja, eine Steinplatte haben wir. Die Mauer ist abgebröckelt und falls es mal eine Inschrift gegeben hat, ist sie längst verschwunden. Drei Bögen, jeder mit einer Inschrift. Die Inschrift ist kaum zu entziffern, aber ich erkenne das Wort Templier und irgendwas über Unschuld. Die Inschrift ist kaum zu entziffern. Ja, das hatten wir. Drei Bögen, jeder mit einer Inschrift. Aus der Nähe kann ich eine verblasste Inschrift sehen. Mit meinem mittelalterlichen Französisch ist es nicht weit her, aber die paar Worte, die ich verstehe, scheinen auszusagen, dass hier der Galgen stand. Oder so. Oder so. Okay, hier gibt's sonst nichts. Warte, da war doch was.
Nach hinten kann ich nicht, ne? Oh, hier ist noch ein Pfad. Wenn ich tiefer in diese Katakomben eindringen will, dann über diesen Pfad. Wenn das diesseitige Ende nicht abgebröckelt wäre, hätte ich leicht rüberspringen können. Aber so bin ich mir nicht so sicher. Komme ich da irgendwie rüber? Er läuft so gemächlich. Oder traut er sich nicht? Okay. Ah, Zeit doch. für den Weitsprung. Jetzt bin ich aber gespannt. Und los geht's. Sehe ich geistig gestört aus oder was? Ich habe schon gedacht, so wow, er traut sich ja was. Okay, also rüber will er nicht. Schwimmen will er wahrscheinlich auch Was nicht. soll ein Bursche wie ich schon anfangen in der Kanalisation? Bitte keine Antworten jetzt. Okay, wir können bestimmt was mit dem Haken machen. Da war was. Irgendwo in meinem Gehirn, irgendwas macht da Klick, aber Der ich bin noch Haken nicht wird von sicher. der straff gespannten Kette gehalten. Okay, dann muss ich das wahrscheinlich erstmal hier ausrollen. Perfekt, das geht. Jetzt ist die Frage, ich meine, ich müsste das, musste ich das mit den Türen irgendwie kombinieren? Ich bin mir nicht sicher. Probieren wir mal. Nee, macht er nicht. Nein. So, Haken. Hier vielleicht? Nee, das will er auch nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht mit dem Boot? Nee, ist auch nicht. Mit dem Pfad? Auch nicht. Boot war nicht, ne? Nee. Wir haben nur Steinplatten, die ich mir anschauen kann. Wie war das nochmal? Huch! Was ist denn jetzt passiert? Das war ja komisch, sorry. Habe ich was übersehen bei den Steinplatten? Die Inschrift ist nicht zu entziffern. Der Putz ist hier viel schlechter erhalten als in den anderen Bögen. Warum wohl? Oh, nein, 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 nein. Ich wollte eigentlich nur hier in die Tasche gucken. Können wir vielleicht irgendwie ein Loch machen oder so? Das können wir? Hey, das klingt hohl. Okay. Zeit für ein wenig brutale Zerstörung. Ah, sehr gut. Ich wusste, irgendwas war da. Aha. Ein Mechanismus. Ich habe ein Loch in eine historische Fundstätte gemacht. Wenn jetzt zufällig irgendwelche Archäologen vorbeikämen, dann würden sie mich dafür lynchen. Aus der Nähe sehe ich, dass der Putz dort, wo ich durchgestoßen bin, dünner ist als drumherum. Und dahinter sehe ich ein paar Zahnräder und einen Hebel. Und ab die Post. Hey, cool! Okay. Ich ziehe den Hebel ganz rüber. In dem Loch sehe ich eines der Zahnräder. Es hat sich gelockert und blockiert den Mechanismus. Muss ich jetzt vielleicht den Haken benutzen? Ah ja, okay. So, und jetzt nochmal wieder zurückrudern. Oh. Jetzt habe ich das ganze Ding geschrottet. Kann ich da einfach hingehen? Oh. Ja, das konnte ich offenbar. Das ist ein Riss in der Wand. Durch ihn schimmert ein wenig Tageslicht herein. Schauen wir uns mal kurz an. Am Anfang war das Ende. Mit einem Ende und auf einer Hand. War, ist das nicht der eine Typ, Am genau, das Ende ist der Arzt? Wird der Anfang sein. Das Ende unserer das Feinde Hotel Ublu. Wird unsere Neulichen ankündigen. Berichtet. Das militärische Gefüge ist in Bewegung. Seit dem Ende des Kalten Krieges sind die Militärs ohne klares Feindbild. Werden dafür aber selbst zur Zielscheibe für Etatkürzungen. Wir haben mit Erfolg versucht, in den oberen Rängen das Gefühl zu verbreiten, im Stich gelassen und betrogen worden zu sein. Dort herrscht jetzt die Meinung, die Politiker seien an der Ziellosigkeit schuld. Das Muster
beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Gut, Mademoiselle. Die Regierungen nehmen mehr Rücksicht auf die Konzerne als auf ihre eigenen Bürger. Eine Bodenströmung von Unzufriedenheit und Widerstand wird immer stärker. Die Konzerne werden zu groß und zu komplex, als dass ihre eigenen Manager sie steuern könnten. Blindes Vertrauen in die Kräfte des freien Marktes beschleunigt diesen Trend weltweit. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Der Glaube der Weltbevölkerung an die Politiker, die sie regieren, war nie schwächer. Wir haben es geschafft, bei allen größeren Regierungen die Vorausschau und Planung durch Hektik und unüberlegten Aktionismus zu ersetzen. Die Parlamente handeln aufgrund übereilter Beschlüsse, die weder ausgeführt noch widerrufen werden können, ohne dass sie das Gesicht verlieren. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Exzellent. Die müden alten Regierungen sterben langsam an ihrer eigenen Inkompetenz und unserer dezenten Nachhilfe. Das Jahrtausend ist fast vollendet und alle Vorbereitungen für die Geburt unserer neuen Ordnung sind getroffen. Fast. Professor, wo ist das zerbrochene Schwert? Wie beim letzten Mal besprochen, hat der Verlust der Handschriftenrolle unsere Suche, wie zu befürchten war, stark behindert. Und wie beim letzten Mal besprochen, haben wir Ihnen ein erheblich höheres Budget zur Verfügung gestellt. Was haben Sie mit unserem Geld angefangen, Professor? Wir gehen von der Annahme aus, dass die Tempelritter... dass unsere Vorfahren... Moment mal, das hier sind die Templer? ...eine Fährte hinterlassen haben müssen, als sie die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Schwertes von Baphomet versteckten. Eine kleine Armee von Historikern und Archäologen arbeitet daran, diese Fährte für mich aufzuspüren. Ich hoffe doch sehr, dass diese Historiker und Archäologen vertrauenswürdiger sind als unser Freund Pigrem. Pigrem war loyal. Er versuchte, den Stein von Lochmaren zu beschützen, als die Hashashin ihm zu nahe kamen. Und er hat versagt. Und bitte nennen Sie diesen syrischen Fanatiker nicht die Hashashin. Er ist ein Mörder, schlicht und ergreifend. Ach, und er nicht? Glaubt er aber selbst etwas ganz anderes. Er denkt wirklich... Ruhe! Muss ich euch daran erinnern, dass wir eine heilige Pflicht zu erfüllen haben? Ein Vermächtnis... Als Philipp versuchte, den Orden zu vernichten, verloren wir das Schwert und damit auch unsere Macht. Nun haben wir die Gelegenheit, es neu zu schmieden. Aber die Zeit ist knapp. Wir brauchen Ergebnisse. Keine kleinlichen Hackereien. Keine Entschuldigungen. Nun, Professor, Baphomet. Ja, natürlich. Entschuldigung, wir werden Baphomet und das Schwert finden. Mit oder ohne die Schriftrolle? Wir haben ein anderes Element schon gefunden. Mitten in Paris. Exzellent. Worum handelt es sich? Ja, da sind wir uns zurzeit noch nicht ganz schlüssig. Ha, aber meine besten Leute arbeiten schon daran. Und Sie würden es ja nun wirklich besser sein lassen, an anderen herumzumeckern, Eklund. Ich habe wenigstens noch keinen von unseren eigenen Leuten umgebracht. Tja, genau. Natürlich, der Kerl war der falsche Arzt im Krankenhaus gewesen. Marquet war ein Risiko. Eklund hat sich auf meine Ohren dahin um ihn gekümmert. Ich bitte um Verzeihung, Großmeister. Ich wollte nicht... Haben Sie auch irgendwelche guten Nachrichten für uns, Professor? Wir kennen bereits drei der Elemente. Wir wissen, dass Klausner die Linse hatte, bevor er verschwand. Ah, wo war er? In Syrien. Mhm. Wir wissen, dass er dort angekommen ist. Aber danach haben wir nichts mehr von ihm gehört. Der Attentäter. Ich befürchte, ja. Es ist eine Schande. Klausner war ein guter Agent. Hm.
Okay. Ich weiß jetzt nicht, macht das Sinn, jetzt schon hinzugehen? Am unteren Ende der Treppe sehe ich einen Lichtschein. Das ist ein sehr guter Augenblick, um vorsichtig zu werden. Ja. Wir versuchen es mal. Warte mal. Nee, ich werde doch entdeckt, wenn ich runtergehe. Muss ich vielleicht... Ich höre Stimmen aus der beleuchteten Ecke. Ach. Also doch nicht, ne? Was ist damit? Das ist doch dieser eine Mechanismus, ne? Den da ich könnte da... nur ein Schmied oder Ingenieur noch etwas retten. Aber eigentlich habe ich doch den Hinweis mit Syrien jetzt, oder nicht? Oder reicht das nicht aus? Warte, ich guck noch mal. Ist da jetzt was? Das hier wird unser letztes persönliches Zusammentreffen bleiben, bis wir das Schwert von Baphomet gefunden haben. Ich muss ja hoffentlich nicht betonen, wie wichtig es für uns ist, das Schwert zu finden. Ja. Ohne es wird unsere ganze Mühe umsonst gewesen sein. Mit dem neu geschmiedeten Schwert aber haben wir die Macht, allen Widerstand hinwegzuwischen. Das neue Jahrtausend wird uns gehören. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann, um uns zu den Prinzen dieser Welt zu machen. Okay. Ach so. Ja, da wird George skeptisch. Und da segeln sie hinfort, dieses Boot, ey. Das sieht lustig aus. So richtig schön eingequetscht alle. Okay, jetzt aber schnell da rein. Die suchen dieses Schwert, ne? Und ich meine, hier war das. Ich glaube, ich weiß sogar, was wir machen müssen. Weil da, wo sie drauf waren, waren ja so Zeichen auf dem Boden und so. Wartet mal. Ja, genau hier, ne? In der Mitte des Kreises steht ein Steinblock. Ein gebündelter Strahl des Tageslichts fällt aus der Oberwelt herab und trifft genau auf den Steinblock. Mhm. Auf dem Kreis sehe ich das Siegel der Tempelritter und zwei Sätze auf Latein. Die wären? Non omnis moriar und clarior et tenebris. Ich werde nicht völlig sterben, das Hellere aus den Schatten. Das Hellere aus den Schatten? Keine Ahnung, was das bedeutet. Nein, ich gehe immer dahin. Hier, das muss, glaube ich, hier drauf, oder? Tada! Sieht eigentlich ganz süß aus, dieses Dreibein. Dann den Edelstein noch drauf. Oh. Was steht da? Das Licht von oben fällt auf den Edelstein und wird in 5 saubere Einzelstrahlen gebrochen. Jeder Strahl beleuchtet einen Buchstaben. Beim Siegel beginnend lauten sie M-A-R-I-B. Marib. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was zur Hölle das heißen soll. War das nicht der Ort... in deinem Apartment in Syrien? Ja, wir werden es bestimmt gleich erfahren. Nico, ich habe sie gesehen. Wen? Die Templer. Ich spionierte ihnen bei einem Treffen in den Katakomben nach. Und du hast Ritter gesehen? Echte Templer? Ich beobachtete eine Gruppe von Typen, die sich als Templer verkleideten. Sie sind hinter so etwas wie dem Schwert von Baphomet her. Der falsche Doktor war da, der Typ, der Marquis getötet hat. Die Schriftrolle ist der Schlüssel, wie wir vermutet haben. Sie führt zum zerbrochenen Schwert, was immer das sein mag. Und welche Rolle hat der Mörder in dieser Geschichte? Er soll sie aufhalten. Diese Neotempler sind Männer und Frauen in einflussreichen Positionen. Siehst du den Zusammenhang? Plantar war einer von denen. Der Mörder tötete ihn wegen der Schriftrolle, damit sie das Schwert nicht finden. Aber jetzt haben wir das Manuskript. Ja. Wie können Sie dann erwarten, das Schwert zu finden? Ich weiß es nicht. Du hast was von einer Linse und einem Typen namens Klausner erzählt, der nach Syrien ging. Offensichtlich haben Sie nicht die Bedeutung des Ortes Ihres Treffens erkannt. Nachdem Sie weg waren, habe ich einen Steinsockel und eine eingemeißelte Inschrift gefunden. Ich legte den Edelstein auf das Dreibein, direkt unter einen Lichtstrahl. Der Edelstein teilte den Lichtstrahl und beleuchtete die Buchstaben M-A-R-I-B. Marib ist ein Dorf in Syrien.
Dann haben die Neotempler einen Vorsprung. Klausner führte mich mit dem Rätsel dahin. Du wirst doch da nicht selber hingehen, oder? Oder? Warum nicht? Die Typen sind verrückt und gefährlich. Und dabei fällt mir ein, du solltest den Edelstein hier lassen. Okay, was ist mit dem Dreibein? Ich schicke es an André zurück, ohne Absender. Okay, das heißt, ich überlege gerade... Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Achso, dazu setzt er sich extra nochmal hin. Ich wollte nur nochmal gucken. Wir haben das Dreibein und den Edelstein abgehakt. Und als nächstes kommt die Linse, ne? Und ich wollte nur wissen, wo die Ach, das ist die Linse. Ich dachte, das ist irgendwie so eine Perle oder so, aber das soll, glaube ich, die Linse sein. Weil dann, oder? Hier haben wir, sie hat hier einen Kamm. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Und hier? Keine Ahnung. Egal. Wir werden es herausfinden. Ey, manchmal bin ich selbst schockiert von meinem schlechten Bild. Meinst du, ich sollte nach Marib gehen? Es ist ein weiter Weg nach Syrien, George. Ich kann nicht mehr. So. Auf nach Syrien. Didum, 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 didum. Ich liebe diese Reisen hier immer. So, raus hier. Oh, Templerschatten, werde Zeuge einer Zusammenkunft von mächtigen Verschwörern. Oh ja, das haben wir gemacht. Dann können wir ja eben kurz nochmal mit der Blumendame sprechen. Hallo, mein hübscher Freund. Aber da gibt's nichts Neues, ne? Wir haben nur das hier. Was denken Sie über meinen Ball? Ich fange seine Vibrationen auf. Er wird weit reisen. Tja, der wird ja auch mit mir gleich nach Syrien reisen. Vielleicht komme ich später noch. Nicht. Okay, auf geht's. Da-dam, da-dam, da-da. Okay, so, einmal hier hin. Und einmal dahin. Ja. Und ich weiß schon, wie wir da treffen werden. Ja, da sehe ich sie. Da ist schon Pearl und Dwayne. Ah, die zwei habe ich schon vermisst. Und wen, hier haben wir auch noch den kleinen Jungen. Ich habe seinen Namen leider nur vergessen. Ach, wie cool ist das. Wie cool ist das. Und die Katze. So. Der Stand wird von einem etwa 12-jährigen Jungen beobachtet. Hey da, junger Mann. Speak you the English? Speak you the Anglaise? Parlez-vous anglais? Ja, sie und wirklich oui. Und eher besser als sie, wie sich's anhört. Ja. Ich bin Neo. Willkommen in meinem Reich ausgesuchter Qualitätsprodukte. Sagt dir das Wort Templer etwas? Templer, Templer, Templer. Warum? Ja, natürlich. Echt? Also doch. Ja, eine tolle Romanserie von Leslie Chadwick. Mit dem spitzbübischen Mr. Simon Templer in der Hauptrolle. Großartig. Du warst eine wirkliche Hilfe, Neo. Sonst noch was? Die Fernsehsendung Simon Templer in der Hauptrolle Roger Moore mit der fragenden Augenbraue. Und vorneweg ein Kerl mit Heiligenschein. Ja. Alles, was dir zu Templer einfällt, ist Roger Moore? Ich habe es eigentlich nur wegen dem Kerl mit dem Heiligenschein angeschaut. Bei dem waren die Animationen besser. Dann gehe ich recht in der Annahme, dass das Wort Templer dir nicht viel sagt. Nun, es gab da noch den Ritterorden, der 1312 von der Inquisition ausradiert wurde. So viel ich weiß. Die meine ich. Was weißt du noch darüber? Wie viel Information passt Ihrer Meinung nach auf eine Trivial Pursuit-Karte? Was? Aus der Mittelalter-Edition. Wir hatten sie vor ein paar Jahren mal am Stand. Fragen Sie mich doch mal, was ein Kanoniker ist. Los, das weiß ich alles. Vergiss es. Ein sehr schlauer Junge. Okay, vergiss für einige Minuten die Templer. Was weißt du über Ritter? Etwa die Kreuzritter? Sie kamen in einer wahnsinnigen und sinnlosen Mission in den Osten. Sie opferten Tausende von Menschenleben, einschließlich ihrer eigenen, für ihren Hochmut. Wie jemand daran was Romantisches finden kann, das verstehe ich nicht. Das ist also der Marktstand. Oh ja, Sir. Obwohl der Ausdruck Stand ihm nicht gerecht wird. Dem großartigsten in dieser geschäftigen Metropole.
Das hier ist eine geschäftige Metropole. Nun, nicht per se eigentlich, nein. Du sprichst unsere Sprache sehr gut. Danke, Sir. Ich habe es von Kassetten abgehört, die mein Onkel gehandelt hat. Oh, ein Sprachkurs. Nein, Sir. Chiefs and Wooster. Gassi Finknatte und Agatha Watto. Was? Wenn ich daran denke, zu meiner Schulzeit haben wir Englisch gelernt, auch noch, ich weiß nicht, ob das noch Kassetten waren, aber es waren immer solche, ich weiß nicht, ob das Inder waren. Auf jeden Fall hatten die einen echt starken Akzent. Und ich habe immer gedacht, so Englisch hörte sich so schwer an. Aber jetzt so im Nachhinein denke ich, die hatten einfach nur so schlechte Qualität bei den Aufnahmen, dass man deswegen so wenig verstanden hat einfach. Ja, schon seltsam. Was kosten die Bücher auf diesem Regal? Haben Sie syrische Pfund? Ich habe, glaube ich, ein paar irische Pfund. Dann sind sie für Sie zu teuer, Sir. Sieh dir das an, ein Hebeisen, wie es von Kanalarbeitern in Paris benutzt wird. Tata, tata, Sir. Ich muss diesen Tag für die Nachwelt in Erinnerung halten. Meine Enkel werden fasziniert sein. Oh, ein Komödiant. Das erklärt manches. Was hältst du davon? Offenbar ein zweilagiges Papiertaschentuch. Standardgröße mit Flecken von weißer Schminke, Marke Bestimers Number 7, White Pancake. Der Junge ist echt toll. Hast du den Mann schon einmal gesehen? Nein, Sir, zum Glück nicht. Kalte Augen. Hier, gib mir die Hand, Neo. Lieber nicht, Sir. Jedenfalls nicht, solange Sie diesen Elektroschocker so ungeschickt in der Hand verbergen. Das ist einfach zu schlau. Oh, du hast das bemerkt? Die Dinger wurden in 3 verschiedenen Abrüstungskonferenzen verboten. Oh, muss man aufpassen hier im Ausland. Was hältst du davon? Nun, abgesehen vom Augenfälligen nur wenig, obwohl mir das Muster bekannt vorkommt. Aha. Sagt dir der Name Moala etwas? Nein, tut mir leid, altes Haus. Dieser Gips war in Irland sehr hilfreich. Wirklich? Ihr Schatz an Reiseabenteuern fesselt mich unaufhörlich. Oder auch nicht. Na, was hältst du davon? Oh, Sir, was für ein famoses Spielzeug. Eines Tages, wenn ich reich bin, baue ich eine weltberühmte Sammlung an knallbunten Bällen auf. Ist das dein Ernst? Todernst. Die Leute werden von weit her kommen, um meine... Ja? ...Sammlung zu besichtigen. Die Rockefellers und die Gettys können ihre Kollektionen der sogenannten hohen Kunst behalten. Beantworten Sie eine Frage. Was nützt ein Picasso, frage ich Sie, wenn man ihn nicht gegen die Wand werfen kann? Der Punkt geht an dich. Richtig, sehe ich auch so. Was hältst du davon? Exzellente Kunst, meisterliche Verarbeitung, 12. oder 13. Jahrhundert. Ich wünschte, ich könnte sowas verkaufen. Oh. Cool. Bis dann, Neo. Dann haben wir hier... Und Ciaozi, Sir. Ciaozi. Haben wir mit Neo schon mal gesprochen? Wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal hier weitermachen, uns alles weiter anschauen. Hier nochmal mit Dwayne und Pearl sprechen, hier mit dem Kaufmann. Dann gehen wir in diese Richtung. Ich freue mich schon richtig drauf. Also ich mag diesen Abschnitt auch. Ja, dann würde ich an dieser Stelle wie immer sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.